Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Mittag. Ich möchte was mit dir teilen. Und zwar, Samstag waren wir ja zu dritt unterwegs, ich und ja, mit zwei aus meinem Team und waren auf Weiterbildung und abends sind wir nach Hause gekommen. Ich war ziemlich müde, habe im Auto ja schon mal die Äuglein zugemacht und war dann hellwach, als wir in den Flur reingekommen sind, weil da so ein ganz großes Paket stand. Ich dann erstmal geguckt habe, dachte, ich habe nichts bestellt, hat vielleicht jemand was für die Nachbarschaft abgegeben, weil wir den ganzen Tag nicht da waren. Und habe dann gesehen, es ist an mich gerichtet und Absender war Fleurop. Und da war ich natürlich gleich hellwach, als ich diese Zeilen hier gelesen habe. Und das möchte ich mal gerne mit dir teilen, und weil das wirklich mich so tief berührt hat und mir da auch nochmal selbst bewusst wurde, was ich hier eigentlich mache, indem ich meinen Seelenplan entdeckt habe. Und das sind ja alles Dinge, die du auch möchtest und die auch für dich möglich sind, die auch für dich möglich sind. Denn schau mal, was lässt dich glauben? Zum einen, dass du nicht viel Potenzial in dir hast oder zu wenig Potenzial oder dass es total schwierig ist, den Seelenplan zu entdecken und ihn zu leben. Was lässt dich glauben, dass das Leben eine harte Schule ist? Woher kommen diese ganzen begrenzenden Glaubenssätze, die da in dir sind? Frag dich mal, ist das wirklich deines? Weil so 97% die Gedanken, die wir tagsüber denken, sind nicht wirklich unsere. Das sind Muster und Prägungen und Konstrukte, die uns übergelegt wurden. Und so machen wir uns oder haben im Laufe der Jahre gelernt, uns wirklich so klein zu machen und nicht unser volles Potenzial auf die Straße zu bringen und das eben auch in dir liegt. Und was hier so auf diesem Kärtchen draufsteht, ist, ich lese dir einfach mal vor, liebe Irmgard, ich will dir nochmals meinen Dank ausdrücken dafür, dass du mein Leben gerettet hast, mich wieder zurück ins Licht geführt und mir eine neue Chance gegeben hast. Es ist mir eine Ehre, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen und dein Lehrling zu sein. Danke auch, dass du an mich glaubst und mir den Glauben, Mut und das Vertrauen an mich selbst verliehen hast. Mut und das Vertrauen an mich selbst verliehen hast. Dafür werde ich dir immer dankbar sein. Herzliche Grüße aus tiefster Anerkennung, Dankbarkeit und größtem Respekt auch dir gegenüber und deinem Seelenplan. Da stand ich am Samstagabend wirklich im Flur und habe ein paar Tränchen fließen lassen, weil ich wirklich, und das berührt mich auch jetzt noch im Herzen, wenn ich sehe, und jetzt geht es um dich. Wie bringe ich das jetzt richtig auf den Punkt? Auch du hast so viel Potenzial in dir und das gibt es ja letzten Endes hier wieder. Ich habe bei geholfen, dieses Potenzial zu entdecken und das nochmal freizulegen und ja, wie hier eben auch steht, das Leben gerettet habe und eine Chance gegeben habe und an denjenigen glaube. Das sind ja alles Phasen, die ich die letzten Jahre ja auch durchlaufen habe. Ich habe ja auch nicht an mich wirklich geglaubt, an mein Potenzial, das in mir ist. Aber ich habe mich auf den Weg gemacht. Und schau mal, was lässt dich glauben, dass du selbst es dir so schwer machen musst, Tag für Tag zu funktionieren? Monat für Monat an dir vorbeiziehen zu lassen. Und was lässt dich überhaupt glauben auch oder denken? Beziehungsweise, wie sind so die Zusammenhänge zwischen dem Entdecken deines Seelenplanes, ihn auch zu leben? Also,
auch beruflich voll und ganz deinem Herzen zu folgen, statt langfristig weiterhin einer Arbeit nachzugehen, nur des Geldes wegen. Und überhaupt das Thema Geldenergie. Wie hängt das alles zusammen? Das bringt hier, auch diese Zeilen bringen das so schön auf den Punkt, dass alles zusammenhängt. Körper plus Geist plus Seele. Und wenn wir eines ausklammern, wenn wir nur unterwegs sind, unseren Seelenplan zu entdecken, aber schließen aus, ihn auch zu leben, oder schließen aus, auch die entsprechende Geldenergie ins Leben zu ziehen, dann kann das nicht funktionieren. Es hängt immer alles zusammen. Es wäre das Gleiche, wie wenn ich sage, okay, ich kümmere mich nur um meinen Körper, aber kümmere mich nicht um meine Seele, um meinen Geist. Oder ich kümmere mich nur um meine Seele, aber nicht um meinen Körper, um meinen Geist. Oder Familie, Beruf und Gesundheit, das sind so drei wesentliche Elemente, die auch zusammenhängen. Ich kümmere mich nur um meine Gesundheit, aber meine Familie und meinen Beruf, da kümmere ich mich nicht drum. Oder ich kümmere mich nur um meinen Beruf, aber nicht um meine Familie und meine Gesundheit. Verstehst du, wie alles zusammenhängt? Körper, Geist und Seele hängen zusammen. Familie, Beruf und Gesundheit hängen zusammen. Und den Seelenplan zu entdecken und ihn zu leben und auch die entsprechende Geldenergie in dein Leben zu lassen, auch das gehört zusammen. Wir kommen ja auch nicht auf die Idee zu sagen, oder denken auch nicht drüber nach, es ist nicht genug Sauerstoff da, sondern wir atmen ein und atmen aus. Stell dir mal vor, was wäre, wenn du nicht mehr auf die Idee kämst, dich in diesen ganzen Begrenzungen, in denen du dich befindest. Also es ist nicht so, dass ich völlig unbegrenzt bin, bin auch noch in Begrenzungen. Aber ich bin dabei oder habe schon viele Grenzen gesprengt und das ist auch so ein anderer Ausdruck dafür, so lebenslang zu wachsen, sich weiterzuentwickeln. Was wäre, wenn du mal deine wahre Größe, danke liebe Monika, wenn du deine wahre Größe, dein wahres Wesen endlich mal anerkennen würdest und deine ganzen Grenzen, deine Komfortzone einfach mal erweitern würdest und all die Fülle, die da ist im Außen, in dein Leben lassen würdest. Was würde dann geschehen? Was würde geschehen, wenn du deine unendliche Größe, dein unendlich großes Wesen endlich mal wahrnehmen würdest und deinen Horizont endlich mal sprengen würdest? Nenn es Horizont, nenn es Komfortzone, egal wie. Was wäre dann für dich alles möglich? Und zu diesem Ganzen, wie das alles zusammenhängt, wenn ich, und das ist gerade in spirituellen Kreisen so oder in der Spiritualität so, wo ein ganz großes Thema damit herrscht, auch Geldenergie ins Leben zu lassen. Das sind ja letzten Endes alles so viele Schleier, hallo liebe Karin, das sind alles so viele Schleier, die über uns gelegt wurden, Glaubenssätze, das Geld was Schlechtes ist, warum muss es immer sich alles um Geld drehen? Das ist überhaupt, das lässt uns glauben, dass Geld unbegrenzt da ist und dass ich kein Geld brauche, es gibt Wichtigeres als Geld. Das ist auch so ein schöner Satz. Habe ich mir früher übrigens auch mal gesagt, es gibt Wichtigeres als Geld. Der Sauerstoff zum Atmen, der ist wichtiger als Geld. Weil wenn der Sauerstoff zum Atmen nicht da ist, dann verlassen wir unseren Körper hier.
Wenn ich aber meinen Körper missbrauche und ihm nicht das Allerbeste gönne, sowohl in Form von Dingen, die ich hineinstecke, also in Form von Nahrung, als auch in Form von Kleidung, dass ich mir eine hochwertige Kleidung erlauben kann, die nicht mit Schadstoffen belastet ist, wo mein Körper sich wirklich wohlfühlt. Und dass ich auch meinem Körper regelmäßig wirklich das Allerbeste dahingehend gönne, in Form von Berührung, in Form von Behandlung, vielleicht auch in Form von Massagen, in Form von Kosmetik, in Form von anderen Wohlfühleffekten, Sauna, was auch immer, Schwimmen, Laufen, in der Natur unterwegs sein, dann bleibt mein Körper irgendwann auf der Strecke. Dann bleibt der Körper irgendwann auf der Strecke, sprich, es mangelt an Energie. Ein Mangel an Energie führt letzten Endes zu einem Mangel an Gesundheit. Und dann, wenn ich im Vorfeld nicht dafür sorge, dass es meinem Körper gut geht, dass ich ihm das Allerbeste, hallo liebe Petra, dass ich ihm das Allerbeste gönne auf allen Ebenen, dann wird Geld plötzlich wichtig. Also das ist so eine kleine Anmerkung zu dem Thema. Es gibt Wichtigeres als Geld. Und du magst so deine eigene Geschichte haben, deine eigenen Gründe haben, warum du mehr Geld gerne in dein Leben ziehen möchtest. Ich hätte mir 2010, 2009 gewünscht, dass ich mich schon viel mehr der Geldenergie geöffnet hätte, damals schon, als heute. Hallo liebe Evelyn. Weil das war der Zeitpunkt, wo mein Papa so die ein oder andere Diagnose gestellt bekommen hatte und als Kassenpatient natürlich vieles nicht möglich war, sich das Allerbeste da zu leisten, zum Beispiel an Nahrungsergänzung, an Behandlungen, die sein Körper gebraucht hätte. Da hätte ich mir gewünscht, dass ich mich der Geldenergie schon mehr geöffnet hätte. Vielleicht kommt dir das auch bekannt vor aus deinem eigenen Leben, dass es Menschen im Umfeld gibt, denen es gesundheitlich nicht gut geht, vielleicht deinen Eltern oder Geschwistern oder wem auch immer. Und was hätte ich damals alles meinem Papa schon ermöglichen können, wenn ich mich der Geldenergie schon mehr geöffnet hätte, dass ich ihn hätte können unterstützen, finanziell, dass ich ihm hätte können andere Behandlungen, andere Nahrungsergänzungsmittel und was auch immer hätte ihn unterstützen können darin. Ich konnte es damals nicht. Und dann in solchen Situationen, nicht nur für einen selbst, sondern auch für Menschen, die einem am Herz liegen, da wird Geld wiederum wichtig. Und vielleicht öffnet dir das die Augen, dich von dem Glaubenssatz zu lösen, warum muss es immer alles sich um Geld drehen, warum ist Geld so wichtig. Vielleicht hast du auch andere Ideen, dass du gerne für eine bessere Welt beitragen möchtest, soziale Projekte da draußen unterstützen möchtest oder überhaupt, hallo liebe Bettina, oder überhaupt anderen Menschen, die nicht auf dem Punkt sind, wo du bist, dass du hier in der Gruppe bist und auf dem Weg dich machen möchtest, dich deinem Seelenplan zu öffnen, deinen Seelenplan zu entdecken, deinen Seelenberuf zu kreieren und damit eben auch die Geldenergie in dein Leben zu ziehen, dass du dein eigenes Ding machen kannst. Vielleicht sind das Dinge, dazu brauchst du auch Geld, Geldenergie. Dazu brauchst du auch Freude am Money verdienen, die Money-Freude. Und schau mal, noch zum Thema Geld, warum muss immer alles etwas kosten? Weil wir einfach
diesen immensen Wert dem nicht beimessen, wenn etwas kostenfrei ist. Ich bringe dir ein Beispiel. Im Oktober jetzt findet ja das 2,5-tägige Moneyfreude-Seminar statt. Hier in Deutschland. In der Nähe Krupp von Trier, Traben-Trarbach. Und das kostet netto 1.000 Euro. Und wir werden da ganz, ganz tief reingehen, ins Unbewusste. Wir werden da auf allen Ebenen arbeiten. Ich meine, das Kind, das Seminar hat den Namen Moneyfreude-Seminar. Es geht um Freude. Es geht darum, bei diesem Seminar auf allen Ebenen dich zu öffnen, der Fülle. Es geht um keinen Hokuspokus, um Geldenergie in dein Leben zu ziehen, sondern es geht dich darum, dich der Fülle zu öffnen. Wir werden mit dem Seelenplan arbeiten. Wir werden auch damit arbeiten, dass du deinen Seelenberuf kreierst und wie du eben damit auch dein Ding künftig machst. Und die Teilnehmer, die da anschließend rausgehen aus diesen 2,5 Tagen, die werden so einen Quantensprung in ihrem Leben gemacht haben und weiterhin machen, weil sie sich auf allen Ebenen, auf der körperlichen, auf der geistigen und auf der seelischen Ebene, sich erlaubt haben, vieles loszulassen, was sie bislang noch daran hindert, ihren Weg zu gehen, bedingungslos, authentisch ihrem Herzen zu folgen, ihr eigenes Ding zu machen, weil sie im Vorfeld schon in sich, in ihre Persönlichkeit investiert haben, sich damit committed haben und sicherlich alles, was nur möglich ist, von den Dingen, von den Übungen, von dem, was ich von mir gebe, aus meinen Erfahrungen. Ich werde den Teilnehmern nichts weitergeben, was ich einfach nur so aus der Theorie weiß, sondern all die Dinge authentisch, die mich weitergebracht haben, weil die Teilnehmer sich im Vorfeld committed haben, haben 1.000 Euro investiert und sind da und werden all das, was sie an Hand bekommen, umsetzen. Nicht nur in den 2,5 Tagen, sondern es wird ja auch noch eine Nachbereitung geben. Es wird noch ein Webinar anschließend geben mit allen Teilnehmern online, sodass dieses Seminar nicht nur ein 2,5-tägiges Seminar offline ist, sondern 21 Tage lang wird es Aufgaben geben, jeden Tag, und dann wird es noch ein Online-Webinar geben, wo ich dann einfach auch nochmal da bin für jeden Einzelnen, weil ich möchte, es gibt so eine goldene Regel, was du in 21 Tagen umgesetzt hast, das ist so in deinem System verankert, dass du anschließend auch Erfolg haben musst, dass du deinem Seelenplan auch folgen musst, dass du dir auch erlauben musst, deinen Seelenberuf daraus zu kreieren, dass du dir auch erlauben musst, die Fülle in dein Leben zu ziehen, die es dazu braucht. Und jetzt gehen wir mal nochmal einen Schritt zurück. Ich glaube, es war im Mai, habe ich hier eine 5-tägige Moneyfreude-Challenge gemacht in der Gruppe. 5 Tage von Montag bis Freitag, jeden Morgen 30 Minuten etwa Input zu dem Thema Moneyfreude, also sich der Fülle zu öffnen. Da sind jetzt knapp 2.100 Teilnehmer hier in der Gruppe. Im Mai waren es vielleicht 1.800 Teilnehmer, keine Ahnung, so um den Dreh. Und dann ist das Ganze noch über meinen Newsletter rausgegangen, aber nur an diejenigen, die sich dafür interessiert hatten. Da hatte ich auch nochmal knapp 700 Anmeldungen, die da nochmal teilgenommen haben, außerhalb von Facebook. Also gibt ja auch immer noch Menschen, die dann eben sagen, Facebook verschließe ich mich total. Die sind ja auch noch in meinem Newsletter-Verteiler drin, die wollte ich nicht ausschließen. Also sind da auch nochmal so etwa 700 Teilnehmer dazugekommen, die dann eben über meinen Newsletter-Verteiler an dieser 5-tägigen Moneyfreude-Challenge kostenfrei teilnehmen durften. Ich habe massenweise Feedback bekommen, wie toll das war und die vielen Impulse und Anregungen und. Das hat mich natürlich total gefreut. Und jetzt kommt das Aber.
Diejenigen, die daran kostenfrei teilgenommen haben, die sind nicht wirklich weitergekommen. Warum? Weil es kostenfrei war. Weil wir die Dinge dann einfach nicht so umsetzen, wie wenn wir im Vorfeld uns committed haben, in uns auch in Form von Geldenergie investiert haben, dann alles aufsaugen, was wir bekommen können dafür und eben auch anschließend umsetzen. Weil nur Wissen aneignen, also nur das Aneignen des Wies, das alleine funktioniert nicht. Es geht auch anschließend, die Dinge in die Tat umzusetzen. Und das funktioniert bei mir nicht anders wie bei dir auch. Ich habe massenhaft auf meinem Computer Kurse, die kostenfrei waren, die, was weiß ich, ein paar Euro nur gekostet haben, Bücher im Regal stehen, Anleitungen, PDF-Dateien und, kostenfrei Webinare besucht. Mit vielen, vielen wertvollen Tipps, aber ich habe es nicht umgesetzt. Warum? Weil ich mich nicht dazu committed habe, es wirklich umzusetzen, indem ich gesagt habe, okay, Summe X investiere ich in mich, damit ich einfach auch anschließend, ja, das umsetze, damit sich auch wirklich was verändert. Und so sind wir einfach nun mal gestrickt. So sind wir einfach nun mal gestrickt, dass wir die Dinge, wenn wir nicht in uns selbst investieren, dass wir auch, ja, vielleicht auch manchmal an eine Grenze kommen. Mit 1000 Euro Investition in sich selbst kann man kaum an eine Grenze kommen, weil wenn ich da anschließend 10.000 in mein Leben ziehe, das ist ja das Thema Investment. Mit einer Investition in sich nimmt man ja immer mehr nochmal raus als das, was man investiert hat. Deshalb ist es ja eine Investition, das nochmal zurückzuholen. Und so funktioniert das Spiel hier einfach. Und ich glaube, wenn du jetzt mal ehrlich zu dir selbst bist, wie viele kostenfreie Impulse, Inspirationen, Aspekte von mir oder von wem auch immer hast du schon konsumiert, so wie ich es ja auch schon konsumiert habe, aber nicht umgesetzt. Wir setzen die Dinge erst um, indem wir uns dazu committen, verpflichten, ich mache das jetzt, ich investiere in mich selbst. Und hol mir jetzt alles das, was es dafür braucht und setz dann anschließend auch um. Nur dann kann sich natürlich auch im Außen, im Leben etwas verändern. Nur auf diesem Weg funktioniert's. Und jetzt habe ich mir natürlich überlegt, weil ich natürlich ja auch einfach mal in der Situation war, dass, ja, wenn ich jetzt ganz weit zurückdenke, das ist 14 Jahre her, als ich mir den allerersten Kurs mal gönnen wollte, der hat damals 90 Euro gekostet. Wie schwierig, wie herausfordernd es für mich war, diese 90 Euro da aufzubringen. Und deshalb habe ich mir überlegt, wie kann ich denjenigen helfen, die gerne jetzt wirklich endlich diese drei Komponenten, Körper, Geist und Seele, da gehört dazu auch den Seelenplan zu entdecken, ihn zu leben, seinen Seelenberuf zu entdecken und daraus eben dann anschließend auch sich der Fülle zu öffnen und Geldenergie ins Leben zu ziehen, um einfach sein eigenes Ding zu machen, anschließend seinem Herzen zu folgen, sich sein Traumleben zu kreieren, aber auch einen Mehrwert für andere Menschen zu schaffen. Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Also dein volles Potenzial zu entdecken. Und das liegt mir wirklich so am Herzen, weil du kannst diese drei Dinge nicht auseinanderhalten. Du kannst es nur als Ganzes sehen. So wie du ein großes Ganzen bist, das entsteht aus oder besteht aus Körper plus Geist plus Seele, kannst du nicht eines außen vor lassen, wie ich das eben schon ich hoffe, auf den Punkt bringen konnte, dass du sogar oder diejenigen,
Die sagen 1000 Euro, das ist eine Hausnummer, das schaffe ich so nicht, dass du dir sogar mit zwei Empfehlungen dir dieses Seminar kostenfrei ermöglichen kannst. Oder wenn du sagst, ich möchte damit auch noch Geld verdienen, dass du mit mehr Empfehlungen sogar noch Geld verdienen kannst. Denn wenn du jetzt verstanden hast, wirklich, wie das alles zusammenhängt, Körper, Geist, Seele, dass wir nun mal in einer materialistischen Welt leben, der sich keiner entschließt, der sich keiner, wie sagt man, ausschließen kann. Das wäre so, das geht nicht. Es ist alles ein großes Ganzes. Nach dem Gesetz der Resonanz ist alles miteinander verbunden. Keiner von uns kann sich diesem großen Energiefeld hier entziehen. Wir sind da alle drin. Und das Thema, das liegt mir wirklich so am Herzen, dass es auch für dich möglich sein kann, dieses Seminar zu besuchen, das im Oktober stattfindet, und dass du damit sogar, wenn du das möchtest, noch Geld verdienen kannst, weil du pro vermittelte Person 500 Euro bekommst. Zum einen soll es dir es einfacher machen, wirklich am Seminar teilzunehmen, um da mal tief ins Unbewusste einzutauchen und dich mal von dem ganzen Kram zu befreien, was da in dir verborgen ist, dass du mit nur zwei Vermittlungen, wenn du zwei Personen mitbringst, dir das Seminar kostenfrei sogar ermöglichen kannst, aber du hast auch da vorher investiert im gewissen Rahmen, indem du einfach auch ins Handeln gekommen bist und geschaut hast, wem kann ich das Seminar noch weiterempfehlen, wem kann ich damit auch noch etwas Gutes tun, dass er auch eben seinem Leben eine andere Richtung anschließend geben kann. Ja? Danke, liebe Petra. Also ich hoffe, ich konnte hier jetzt mal Klarheit schaffen, so zu dem Thema. Geld ist nicht so wichtig oder ja, der Geldenergie, der verschließe ich mich, aber alles andere will ich. Es hängt alles zusammen. Du bist hier, weil du deinen Seelenplan entdecken willst. Du bist hier, weil du letzten Endes ihn ja auch leben willst, weil du aufhören willst, dich zu verbiegen. Weil du aufhören willst, tagsüber Dinge zu machen, die nicht wirklich deinem Herzen entsprechen, weil du aufhören willst, das Leben an dir vorbeiziehen zu lassen, weil du endlich leben willst, weil du einen Mehrwert schaffen willst, für dich, für andere Menschen, für die Welt, für Tiere, für Pflanzen, für was auch immer, für Mutter Erde. Und deshalb buch dir deinen Platz, wenn du es noch nicht gemacht hast. Danke, liebe Petra, sehr gut. Buch dir deinen Platz jetzt, wenn du es noch nicht gemacht hast. Sei dabei beim Moneyfreude-Seminar. Diese 2,5 Tage werden wirklich dein Bewusstsein auf ein anderes Level bringen, sodass Körper, Geist und Seele, diese drei Komponenten in Form von Beruf, in Form von Familie, in Form von Gesundheit, in Form des sich öffnen, der Fülle, die da ist, auch für dich, du hast es verdient. Schau mal, jeder von uns kommt aus der gleichen Quelle. Was lässt dich überhaupt glauben, dass du es nicht wert bist, dass du es dir nicht wert sein darfst, dass du es nicht verdient hast? Jeder von uns kommt aus der gleichen Quelle und jeder von uns hat doch ein gleiches, wunderbares, geniales, glückliches, freudvolles Leben in Fülle auf allen Ebenen. Im Hinblick auf Körper, Geist und Seele, im Hinblick auf Beruf, auf Familie und auch im Hinblick auf Gesundheit verdient. Also wenn du noch kein Ticket hast, buch dir dein Ticket, komm zum Moneyfreude-Seminar. Wir werden ganz tief in unbewusste Themen eintauchen. Das sind einfach Dinge, die man online nicht machen kann. Da braucht es einfach eine Face-to-Face-Begleitung, eine individuelle Begleitung, damit dieser ganze Kram dein Energiesystem mal verlassen kann.
Und du hast anschließend 21 Tage lang noch eine Betreuung und zum Abschluss nochmal nach 21 Tagen eine Online-Veranstaltung hier, exklusiv nur für die Teilnehmer des Seminars. Das wird kein Heißbadewochenende sein, wo du ein paar Tage später, wie bei der Moneyfreude-Challenge, die ich ja hier in der Gruppe schon mal gemacht habe, wo letzten Endes doch nichts umgesetzt wurde. Das wird es definitiv nicht sein. Ich möchte, dass alle Teilnehmer beim Seminar anschließend wirklich sich der Fülle geöffnet haben. Da wird mir niemand rausgehen, der das nicht erreicht hat. Das ist meine ganz klare mentale Ausrichtung. Deshalb mache ich dieses Seminar. Und deshalb liegt es mir auch so am Herzen für diejenigen, für die auch jetzt die 1000 Euro eine Herausforderung sind, dass auch die die Möglichkeit haben, mit nur zwei Vermittlungen bekommst du automatisch von meinem Bezahlanbieter, der diese ganze Organisation da einfach übernimmt, mit Rechnungsstellung und, bekommst du 500 Euro ausgezahlt. Du kannst sogar, wenn du das möchtest, noch Geld damit verdienen. Das Thema liegt mir wirklich am Herzen, dass ich dich da erreichen kann und dass wir diesen ganzen Kram da einfach mal wirklich, wirklich lösen. Du hast es verdient. Was lässt dich glauben, dass du es dir nicht wert sein darfst? Was bitte lässt dich glauben, dass du es nicht kannst? Was bitte lässt dich glauben, dass du es nicht willst? Du willst es. Dein Herz und deine Seele wollen ein glückliches, befreites Leben führen, mit voller Power, mit voller Energie, mit all dem, was es für dich braucht, was deinem Seelenplan entspricht. Ganz liebe Umarmung. Tschüss.